Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nur einmal im Jahr, nämlich heute, kann man in der Schweiz Königin oder König werden. Raclette hingegen können Sie machen, so oft Sie wollen. Für eine gemütliche Tischrunde hat sich das praktische Raclette-Öffli von Satrap bewährt, weil jeder seine ganz persönliche Portion kann parat machen. Saure und pikante Erfrischungen gehören natürlich auch zum Raclette. Und die kleinen, runden Bindchenherdöpfli offeriert Ihnen Coop im günstigen Tragsack. Das Wichtigste aber ist die Qualität des Käses. Er muss sehr aromatisch, aber nicht zu fest gesalzen sein und natürlich cremig und leicht schmelzen. Wie immer, wenn gekäset wird, braucht es vor allem viel gute Milch. Beim Raclette-Käse zum Beispiel rund das Zehnfache vom späteren Käsegewicht. Nach einem genauen Zeitplan werden der pasteurisierten und 31 Grad warmen Milch zuerst die Raclette-Kulturen und dann das Lab beigefügt. Sobald der Gerinnungsprozess abgeschlossen ist, wird die festgewordene Milch mit der sogenannten Käseharfe verschnitten. Dann wird sie so lange gerührt, bis die Käsekörner die richtige Festigkeit erreicht haben. Wenn sie so weit ist, wird die Molken abgelassen, die noch weiche Käsemasse verschnitten und in diese Formen abgefüllt. Nach einem längeren Salzbad kommen die frischen Käseleib dann für 10 bis 16 Wochen in klimatisierte Keller, wo sie gehegt und gepflegt werden, bis sie schön ausgereift sind und die Qualitätsansprüche von Coop erfüllen. Der feine Schweizer Raclette-Käse offeriert Ihnen Coop jetzt zum Aktionspreis. Am Stück oder in Scheiben geschnitten. Und wir machen jetzt weiter mit dem Coop-Rezept von dieser Woche. Gesunde Riebli machen den Auftakt vom Coop-Rezept im neuen Jahr. Es gibt eine Riebli-Weihe. Zuerst Speckwürfel, fein gehackte Zwiebeln und Knoblauch glasig dämpfen. Die fein geschnittenen Riebli dazugeben, mit Salz, Pfeffer und Oregano würzen und dann auf kleinem Feuer 10 Minuten weiter dämpfen lassen. In der Zwischenzeit einen Kuchenteig auswallen, ein Blech damit belegen, das fertige Gemüse drauf verteilen, wie ich das hier alles gemacht habe. Sehr gut eignen sich die fix fertig ausgewählten Kuchenteig, die es jetzt neu bei Coop gibt. Den Guss habe ich aus Eier, Milch, ein bisschen Mehl, Reibkäse und Gewürz gemacht. Dann kann man die Riebliweihe in den Ofen schieben und 25 bis 30 Minuten backen. Zum Schluss servieren Sie sie mit einem frischen Salat. Das Rezept steht ja in der Coop-Zeitung, das wissen Sie. Und morgen im Teletext Seite 270. Einen guten. Rüebliweihe oder Raclette, falls Ihnen die Entscheidung schwerfällt? Machen Sie diese Woche einfach beides. Gerade anschliessend zeigen wir Ihnen an verschiedene Aktionsangebote. Es sind alles Sachen, die man gut brauchen kann. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 2 Dosen Midi-Ravioli alla Napoletana statt 5,80 nur 4,40. 2 Packungen Goldstar Fischsticks statt 7 Franken nur 5,50. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Moro Blutorange, das Netz an 2 Kilo nur 2,80 und 4 Kilo für nur 5,20. Auf Wiedersehen!